kann man mal erkunden, wie die Toschelliste gerade ausschaut. Selbstbefehl sieht gut, sieht gut aus. Ziel. Also ein Ziel wird erreicht. Die anderen Ziele müssen wir gucken, dass wir die auch noch erreichen. Naja, ich. So, wer ist denn unser nächster Gegner in die Bundesliga? Ah, Heimspiel gegen Köln. Da kann man mit dem Brunnen schieren. Ah, danach kommt nochmal ein zweites Heimspiel danach. Das ist jetzt ist das mal nach Köln. Heimspiel. Köln muss nach. Also Heimspiel meine ich. Heimspiel gegen Köln und danach nochmal ein Heimspiel. Aber den Bayern dann. Oh, ein Nationalangebot. Dreht immer noch nicht ein Angebot als deutscher Nationaltrainer. Junge, ich will ein Angebot für deutschen Nationaltrainer haben. Warum drehe ich das irgendwie da nicht? Egal. Mal gucken, ob ich jemanden da Glück habe. Ich stelle aber jetzt wieder oben auf meine Bundesliga-Tablet aufstellen. Auf meinen 4. 4, 2. Aber es war auch, glaube ich, auch ein Teilexperiment gewesen. Bei der Aufstellung. 4. 4, 2. Das gibt es auch da nicht. Ja, aber ich habe gedacht, ich wäre damit dabei gewesen. Aber, naja. Mal gucken, was alles in meinem Tattoo-Buch für ewig wird. Bei Tattoo-Aufstellung. Ich will heulen. So, gehen wir jetzt mal rein. In diesem Heimspiel in die Opel Arena. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. So. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Eine kurzer Blick auf die Formation, ja, Buschi. Da sehen wir 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten, ja, und vorne zwei Stürmer. Zwei Stürmer und zwei Vierer, Mittelfeld zwei Vierer und Vierer Abwehrkette. Das ist hier meine Standard-Bundesliga-Aufstellung. Taktik, wo ich gerade gegangen bin. Können wir neue Taktik jetzt da erstellen. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. 4-4-2. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So. Los geht's. Köln macht natürlich den Anstoß. Auf geht's, Köln hier mit dem Anstoß. Ich kann mich noch mal erinnern, in die Hinrunde haben wir den Köln verloren. Und da sind wir rausgeschmissen worden. Und dann wurde ich Darmstadt Trainer. Und jetzt habe ich dann wo ich kurz Trainer war von Darmstadt. Habe ich irgendwie die Rückkehr wieder hier reingeschafft. Ich weiß nicht, ob der Schuss und die haben den Trainer begannen, also keine Gefahr auf jeden zu Fall erlassen. Ich war Erster gewesen und habe halt die Gastgeber Köln halt eine Niederlage geholt.
9 Siege aus 10 Spielen, so eine Heimstärke. 9 Siege aus 10 Spielen in den Rückrunden. Hier läuft's. Die Fans machen Krach, Bambule, ohne Ende. Die Fans machen diese... Oh, jetzt haben sie die Chance. Ah, drüber. Fast das 1-0. Da machen sie eigentlich zu wenig aus dieser Gelegenheit. Außer ich habe die Rückschirm wieder... Ich glaube, die haben das echt diesen dummen Fehler von diesem Manager. Es gibt Freistoß für Köln. Haben die doch den Fehler doch bereut, mich zu erlassen. Und deswegen, dass sie die mich wieder zurück haben wollten. Aber nicht dann DFB-Pokalspiele in Darmstadt, wird es dann heißen. Trainer, den sie eben in manchen Verein oder wie, wird bestimmt zarten. Mal guter spannend. Vorstoß jetzt. Und die Chance! Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Also ich komme auf das Tor. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Guter Schuhkopfkeeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, so. Sehr beweglich, also die Ecke also von Steven wird gut aus. Bekommt er den Ball raus? Die Ecke war so gut von Steven. Oh. Ja, war gut, Weißen. Vielleicht die Führung jetzt. Nein. Gute Aktion vom Torhüter. Ich glaube, ich glaube, und so eine Spieler, ja, da hat sich anscheinend jetzt ein Spieler sich verletzt. Ach, das ist auch noch blöd. Dann habe ich auch neu umtrainiert für diesen Posten. Naja. Da muss ich jetzt halt die Schalke reinbrennen. Okay, ich will auch den... Ich hab auch so viele Spieler. Die müssen auch mal ein paar Startelf-Debüt mal bekommen. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Naja. Schön dazwischen gegangen. Dann kann ich mal gucken, wie viel Spieler halt Spielpraxis bekommen haben. Wo ich ein bisschen drauf. Jetzt wird hier gewechselt. Ja, der Wechsel muss gemacht werden, der Spieler. Ich will nicht, dass der eine schlimme Verletzung einholt. Oder ich hoffe, dass gerade nur eine leichte Serie reinholt. Ich will jetzt keinen Spieler verletzen. Du da. Der Angriff könnte was werden. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Und die Möglichkeit. So gerade eben noch geklärt. Da wäre es fast passiert. Ei. Jetzt rennen. Er bekommt die Unterstützung. Jetzt aber. Und sie machen nichts aus der Chance. Wir möchten das 1-0 machen. Aber Köln macht die Abwehr zu. Jetzt gerade. André Duda. Mit was mit André da, Duda? Der Spieler. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Okay, es geht zum 0-0. Das heißt eine Pause. Da hören wir den Pausenpfiff, der erste Durchgang. Okay. Müssen wir jetzt voll das dem in der Halbzeit Anstoß. Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Reichpunt ist auch in Ordnung, aber ich muss sehr da ein Seed mit reinnehmen. Das könnte die Chance werden. Da kommt der Schuss. Klasse gehechtet. Und gehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist kommen auf bei das der Tor. Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ja, ich glaube, die hätten jetzt die Führung wieder bejubeln. Ecke. Mal sehen, was sie daraus machen. Oh, misslungene Befreiung hier. Aber wenn man die Abwehr... Da hinten. Das ist die Chance zum Führungstor. Ja, das war ganz wichtig. Für die Führung, aber der Thomas, wie schnell konnte der Thomas den Ball mitnehmen?
Alter. Nein. Nein. Schnell. Nein. Nein. Jetzt kann es werden. Jetzt. Arsenal hat sich einen neuen Spieler gesichert. Ja. Und das war wohl jemand, den man schon seit einiger Zeit holen wollte. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Jürgen, alle also Torwart Winter, der hat doch keine eigentlich nur der Torwart. Jetzt rennt da vorne. Durch. Rennt einfach da vorne, um dein Leben. Die Riesenchance. Und, ja. Kann er erstmal befreien. Und direkt pariert. Ja, sie hadert ein wenig mit der Chancenverwertung. Die Gelegenheit siebenmal auf das Tor geschossen habe ich. Scheitern sie und so bleibt es beim Remis. Im Moment ja. Haben sie den Ball nicht. Und jetzt könnte ein Remis werden. Da ist die Chance. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Ja, ich will aber kein Remis. Und jetzt kommt der Wechsel bei dieser Unterbrechung. Zwei frische Spieler stehen bereit. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Weil Torwart hält jetzt hier aber gute Bälle jetzt. Er geht in den Strafraum. Ganz wichtig, da muss er hin. Es gibt hier Freistoß gegen Köln. Und Freistoß gegen Köln. Jürgen, ich dachte schon, ich hätte jetzt einen scheiß Elfmeter verursacht. Alter, ich habe gerade echt Schiss gehabt. Da fangen sie den und der nächste Gegner ist natürlich FC Bayern München, also die haben wir den Supercup halt verloren. Wenn ich mich erinnere, kann. Spüren natürlich, jetzt glaub, liegt die müssen wir mal nochmal das nachprüfen, aber ich glaube, es war so. Nochmal alles zu geben und mit also, diesen Fans im Rücken, da ist ich alles möglich. Das ist schwierig, könnte wieder kein Tor. Riesenchance, das gibt's doch gar nicht. Irgendwann muss hier doch mal ein Tor fallen. Man muss doch mal hier ein Tor fallen. Wird hier jetzt ein also, beide spielen richtig gut. Ich und Köln. Sechs Minuten haben wir hier noch. Fußball hier. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Der späte Siegtreffer. Wäre vielleicht die Chance, die Fans. Ja! 1:0. Riesenjubel auf der einen Seite. Niedergeschlagenheit jetzt auf der anderen. Jetzt aber da. Ich glaube, das war's. Der Junge, der kommt frisch rein, der beste Spieler. Und macht ihn schon Kotor. Ich schau nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Ja, der macht den Dude rein. Der Torwart hat ihn noch ein bisschen mit Fingerspitzengefühl noch berührt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Komm, das ist jetzt der allererste Treffer. Und vielleicht auch das 2:0. Die letzte reguläre Spielminute läuft. In zwei Minuten ist das nächste Woche. Zwei Minuten Nachspiel. Gute Aktion vom Keeper hier. Und ja, die gewinnen knapp, aber 1:0. Der Sieg für das Team mit der besten Bilanz aus Heimspielen. Es also Heimvorteile wurde ein knapper Heimsieg. Auf geht's, Köln hier mit dem Anschluss. Fast mit einem Unentschieden endet. Und der ist schon... Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Ich komme für Statement bin ich immer bereit. Für das Buch hier nach einer Stunde. Ich sitze hier, ich glaube schon, dass wir die ich glaube schon, dass wir deutscher Meister danke werden. Für die und wissen wir. Ich weiß mal noch so ein. Tut. Wenn wir jetzt so einen Rückblick machen. Also wir haben 1:0 den Stuttgart gewonnen. 4:0 den Mainz. Dann haben wir uns die erste Niederlage in Darmstadt abgeholt leider. Bei 2:0. Dann haben wir Gladbach 1:0 geschlagen. Ich glaube danach ist die... Dann war ich Wolfsburg gewonnen. 1:0. Da haben wir 2:0 Leipzig geschlagen. Ein Heimspiel.
dann. Oh ja, da war 1-3 geschlagen. Dann haben wir 3-0 Dortmund geschlagen und ich glaube nach dem 3-0 haben wir dann, ich glaube danach kommt das Spiel, wo wir ja 2-1 gegen Köln verloren hatten. Dann hat der Verein ein 1-1 geholt gegen Leverkusen. Was ist mit Leverkusen? Ich habe gegen Bayern Leverkusen gespielt. So, ich habe Leverkusen gespielt. Mit deinen Freunden. Dann 1-2 gegen Eintracht Frankfurt. Oh, Heimspiel. Union Berlin geschlagen, 1-0. Oh, Hoffenheim 2-0 geschlagen. Und ja, die habe ja. Das, oh. Okay. Dann sind wir 3. Dezember. 2-0 aus Botschlagen. 2-0 Freiburgschladen. 4-3 Vorfeld Bochumschladen. Hätte fast schon 4-4 auch den. 2-2 haben wir den Bayern in München gespielt. Muss man es besser machen in die Rotrunde. Und dann haben wir in Dortmund 1-2 gewonnen. Dann ja, haben wir 4-0 Schalte geschlagen. Jetzt kommen wir die aktuellen Ergebnisse. Also Köln geschlagen mit einem Tor im letzten Part und ja, und Leverkusen geschlagen mit. Und was war davor? Das war's. Also davor war das dann. Also technisch bleibt spannend in die Tabelle. DFB-Pokal Leipzig 1-2 geschlagen. In Runde 3 Freiburg geschlagen 0-2. In Runde 2 haben wir 2-1 TSG Hoffenheim geschlagen. In Supercup hat Bayern uns für Klatsch uns gegeben. Vorbereitet von mir. Ja. 2 Siege und ein Unentschieden. Super Cup. Aber 1-0 gewonnen. Die Manchester City. Und jetzt nehmen wir mal die. Oh. Ist für Champions League. 1-2. 0-1. 3-0. Scheiße. 2-1 verloren. 2-3 verloren. 2-3 mal gewonnen. Gehen wir mal auf Spielpraxis. Also, Einsätze. Unser, ja, der hat mehr, also, der Spieler hat mehr Einsätze. Das ist auch verständlich, der ist 30 Jahre alt. Dann hat er auch 31 Einsätze. Und der ist fast 30 Jahre alt, hat 30 Einsätze. Das sind ein paar Spieler, die haben noch keine Einsätze gehabt. Aber die werden auch mal irgendwann auch eine neue Saison bekommen. Ich habe auch natürlich die Vertreter verlängert. Wie viel Eisens hat gerade mein Spieler? Nein! Nein! Meine Wahrheit hat sich bestätigt. Der Spieler fehlt verletzungsbedingt aus. Simon Lutz. Das ist jetzt doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr! Und ja, Steven hat im Gesamt 30 Partien bestritten.
Keeper. Dass der verletzt ist, der Spieler, ist eine Sache bitter, vielleicht, und blöd.